Guten Morgen. Mittwoch, ARD Morgen Magazin. Sie sind da, wir auch. Es kann also losgehen. Und noch jemand ist da. David Garrett ist nämlich heute bei uns. Auf den freuen wir uns ganz besonders, weil er nämlich tatsächlich bei uns zum ersten Mal seit über 200 Tagen live Musik spielen wird. Genau, es geht um Soundtracks. Die hat er aufgenommen. 18. Album ist draußen. Und das ist hier 'Cause I'm Happy. Der Knüller hat er alles selber eingespielt. Das ist also nicht nur ein Spaß für das Video. Das sind die Themen, die wir für Sie dabei haben. Natürlich schauen wir auf den großen Termin heute in Berlin im Kanzleramt. Alle kommen nicht virtuell, sondern persönlich zusammen, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin. Es geht um weitere Corona-Maßnahmen. Ja, und Corona hat auch die Menschen beeinträchtigt, die anderen Menschen, sterbenskranken Menschen helfen, nämlich der Hospizbewegung. Heute ist der Hospiztag und wir gucken da mal genauer drauf. Und wir schauen auf ein Fußballspiel der Extraklasse mit Peter. Viele von uns kennen inzwischen dieses Gefühl von Telefonkonferenzen und Videoschalten und dass man einfach gar nicht mehr so miteinander richtig kommunizieren kann. Man kann sich nicht in die Augen schauen und wenn es knifflig wird, vielleicht auch nicht mehr einhaken, den anderen mal an der richtigen Stelle unterbrechen. Da muss man ja immer noch die Datenverzögerung mit einrechnen. Also man kann es nachvollziehen, dass heute mal etwas... Das Biest. In einer Stunde ist er bei uns und wir bleiben musikalisch unterwegs, weil es auch einfach gerade so schön ist. Machen wir da weiter, ne? Ja, wir können Ihnen mal so eine kurze, gute Laune-Dusche verpassen und die bekommen Sie durch den Anti-Corona-Frust-Song schlechthin. Wie kommen wir darauf, dass er das ist? Alleine beim Online-Streamdienst Spotify ist er jetzt 100 Millionen Mal abgerufen worden. Also es scheint eine gewisse Fanbase für diesen Song zu geben. Ja, ein Lied, das sich viral verbreitet hat, ähnlich wie das Coronavirus, nur mit sehr viel mehr positiver Energie. Unsere Netzreporter haben die Geschichte. Es ist die... Hier, Peter, vielen Dank. Schön, dass du es einrichten konntest. Bis gleich, dann gibt es natürlich wieder den frühen Sport. Und wir schauen jetzt mal... Und wieder das 3:3. Und wieder das 3:3. Nee, das wollte ich eigentlich verdrängen. Für den Rest. Man kann irgendwie froh sein, dass die EM nicht in diesem Jahr stattgefunden hat, oder? Ja. guck mal, die Regie überrascht uns mit lustigen Bildern. Das ist der Mars, der im Moment besonders gut zu sehen ist. Tja. Das ist heute the place to be. Da werden heute Entscheidungen getroffen, von denen wir dann wiederum alle betroffen sein werden. Denn zum ersten Mal seit langer Zeit treffen die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich aufeinander. Nicht virtuell, nicht online. Man will sich mal in die Augen schauen, wenn man darüber diskutiert, welche weiteren Corona-Maßnahmen für Deutschland denn getroffen werden müssen und wie einheitlich die eigentlich seien. Tja, hören wir nach bei unserem Hauptstadtkorrespondenten Michael Strempel in Berlin. Michael, du hast deine Augen und Ohren ja überall in der Hauptstadt. Wir haben ja auch in den vergangenen Tagen ja auch hier im Morgenmagazin schon unterschiedliche Meinungen der Ministerpräsidenten gehört. Wie wahrscheinlich ist denn überhaupt Einheitlichkeit? Wird man sich bei diesen Worten auch mal in die Augen schauen können. Dankeschön, Michael Strempel, denn dieses Treffen wird nicht virtuell, sondern im Kanzleramt stattfinden. Danke für deine Einschätzungen. Gern. Und auch Geschichten aus dem Ausland gibt es in der Corona-Zeit, nämlich die Geschichte von Jesse Katayama zum Beispiel, der eigentlich mal nur für ein paar Tage in Peru bleiben wollte. In ein paar stationären Läden gab es dann in dieser Corona-Pandemie doch einiges zu tun. Die Fahrradgeschäfte nämlich zum Beispiel, die hatten einiges zu tun und haben vor allem auch viele neue Kunden dazu gewonnen. Es gibt eine aktuelle Allensbach-Umfrage dazu. Und danach fahren 22% der Menschen in Deutschland Fahrrad. Im vergangenen Jahr waren es noch 17%. Und das bietet sich natürlich im Moment auch an. Man ist alleine unterwegs an der frischen Luft. Man kann auf dem Fahrrad wunderbar Abstand halten. Also für viele eine echte Alternative. Und das hat natürlich auch Nachfolgeeffekte, zum Beispiel für mobile Fahrradreparateure. Ja, die gibt es. Unsere MOMA-Reporterin Katharina von Schurtschenthaler, die begleitet einen Mann in Hamburg als rollende Radambulanz unterwegs. Fahrradfahren war so eine Tätigkeit, die viele entdeckt haben in den letzten Monaten. Vor dem Fernseher abhängen, die Musiksammlung durchhören allerdings auch. Ja, vielleicht hat man da noch den einen oder anderen Soundtrack gefunden. Aber er hat da im Grunde sein ganzes Leben lang schon gesammelt. David Garrett hat das nämlich jetzt auf sein neues Album gepackt. Heißt Alive, my Soundtrack, also sein Soundtrack. Heute ist er bei uns. Er wird tatsächlich als erster Künstler seit über 200 Tagen live bei uns Musik im Studio machen. Im Hintergrund hören wir ihn schon mit der Geige. Ja, er ist da. Er singt eben auch nicht. Das ist der Vorteil heute, den wir haben, sodass wir mal Live-Musik genießen können. Gleich sprechen wir mit ihm.
dafür? Nein. Hast du alles drauf gehabt? Hatte ich schon irgendwie. Jetzt ist auf dem Album erfahrungsgemäß natürlich relativ wenig Platz im Verhältnis zu der Musiksammlung und zu den Filmen und zu den Fernsehserien, die du gesehen und gehört hast. Wie hast du das ausgewählt, was aufs Album gekommen ist? Naja, wir haben ja schon... Was ist das Spiel eigentlich, ne? Ja. Ich spiele dir was vor und du rätst, und welcher Film überhaupt das war. Es ist für mich Staying Alive. Ja. Ganz kurz, du hast gerade gesagt, oh ja, es ist so früh. Ich finde das doch auch eine... In gewisser Weise eine kleine persönliche Auszeichnung, wenn man es bis dahin geschafft hat und ein gutes große Leben Party hat. Aber nicht, oder? Na, große Party ging ja halt nicht. Ja. Aber es ist ja auch ein schöner Moment, wo man reflektieren kann auf all die schönen Sachen, die man erlebt hat. Und bei so einem Geburtstag nimmt man sich auch die Zeit und später war es fertig. Ja. Gerade habe ich gedacht, heute hätte ich unsere Zuschauer mal gerne, das ist, wenn man so nah ist deiner Geige, das ist doch mal ein ganz anderes Gefühl. Es ist was anderes, als wenn es übers Mikrofon abgenommen wird. Und ich wollte jetzt gerade sagen, das gehört zu dieser Wonderful World eben auch dazu, dass man Live-Musik hat. Also das gehört irgendwie zu uns und zu dieser Welt dazu. Und es ist total schön, dass du es heute für uns möglich gemacht hast. Das mache ich sehr, sehr gerne. Wir sprechen gleich nochmal in der Stunde. Ich hoffe, bald auch mal wieder in der Halle. Oh ja. Das hoffen wir. Darüber reden wir übrigens auch gleich nochmal, was noch deine Pläne sind und welche Touren möglich sind. Danke erstmal, David. Und jetzt Magazin. Diese Themen haben wir für Sie im Gepäck. Wir schauen auf die Ministerpräsidentenkonferenz heute mal ganz mit Körpereinsatz und nicht virtuell im Kanzleramt mit der Kanzlerin und Michael Strempel. Du hast eine Gesprächspartnerin zu diesem Thema. Ganz genau. Und wir wollen gleich mal darüber sprechen, ob das eigentlich so schlimm ist, dass es unterschiedliche Maßnahmen in Deutschland gibt, wenn sie denn nachvollziehbar sind. Rede ich gleich drüber mit der noch Parteichefin der Linken, Katja Kipping. Dankeschön, Michael, und bis gleich. Dann werden wir uns beschäftigen mit den Ideen aus dem Ausland, wie man Corona bekämpfen kann. Deutschland steht zwar ganz gut da, aber man kann ja mal über den Tellerrand rausgucken, ob es da nicht vielleicht auch noch andere Ideen gibt. Und Online-Shopping, der Einzelhandel ist Thema gleich bei uns. Worauf muss ich achten? Was sind auch die Vorteile davon? Schauen wir uns gleich genauer an. Jetzt haben wir mal ins Ausland geschaut. Hinfahren ist im Moment ja schwierig oder wegkommen auch, so wie das ein Japaner erlebt hat, Jesse Katayama nämlich, der in Peru festsitzt. Der wollte dahin, wie so viele, um diese alte Inka-Stätte, die alte auch durcheinander kommen, Ost, West, Nord, Süd, man weiß ja eh nicht mehr, wo man überhaupt noch hinfahren darf. Beherbergungsverbot ist dieses Wort, was über allem schwebt. Bedeutet im Grunde, dass Urlaubsreisende, die aus einem deutschen Risikogebiet kommen, in Hotels und Pensionen oder Ferienwohnungen nicht übernachten dürfen, aber nicht in allen Bundesländern, weil da gibt es natürlich, da haben wir uns schon dran gewöhnt, wieder einen Flickenteppich in Deutschland. Heute steht auch dieses Beherbergungsverbot auf dem Prüfstand, wenn die Ministerpräsidenten sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ganz hochpersönlich alle zusammen im Kanzleramt treffen. Da wird da noch mal drauf geschaut und vielleicht wird da auch noch mal dran gegangen oder es wird sogar abgeschafft. Das würde sich manch eine häufiger anstecken. Erleben Sie das auch in Ihrem Gesundheitsamt? Unter Alkohol waren Requiem, das Confutatus. Ja, vielleicht müssen sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin wirklich einfach auch mal wieder in die Augen schauen, wenn sie die ganz großen Themen gerade wälzen. So passiert es heute im Kanzleramt. Übrigens Hotspot, Risiko Berlin. Da findet heute dieses Treffen statt. Und es geht um weitere Corona-Maßnahmen oder eben um Vereinheitlichung bei bestimmten Themen und bei bestimmten Zahlen. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Jedes Jahr wählt der Naturschutzbund einen und der Landesbund für Vogelschutz den Vogel des Jahres. Aber dieses Jahr ist da alles anders. Ja, zum 50. Mal soll dieser Titel vergeben werden. Und diesmal dürfen quasi wir alle entscheiden. Wir dürfen mit abstimmen. Sie zu Hause. Halbe Stunde ARD Morgenmagazin haben wir noch. Wollen wir Sie natürlich weiter gut versorgen mit Informationen, unter anderem hiermit. Die Verkehrsminister sprechen heute. Einerseits geht es um Milliarden für den öffentlichen Nahverkehr. Und dann geht es aber auch noch um diesen leidigen Bußgeldkatalog. Soll der jetzt verändert werden? Wie korrigiert man das, was da schiefgelaufen ist? Gleich sprechen wir darüber mit der bayerischen Verkehrsministerin. Fahrradfahren ist in das Geschäft damit boomt, aber auch die, die das wieder aufbereiten müssen. Wir haben einen mobilen Fahrraddienst mit den MoMA-Reportern begleitet. Und wir waren schon ganz beseelt heute Morgen. Endlich mal wieder Live-Musik hier im Studio. David Garrett war hier mit der Geige. Das ist absolut Corona-sicher und Sie können den Auftritt gleich noch mal sehen. Du da bist das erste Mal seit 211 Tagen können wir jetzt ein bisschen Live-Musik hier hören. Das ging überhaupt nicht mehr. Wegen dieser Aerosol. Wolken beim Singen an. Etc. Da hast du es mit der Geige ein bisschen einfacher. Genau. Zusammengefasst, was wir heute Morgen mit ihm erlebt haben. Mehrere Stücke angespielt von seinem 18. Album. Eins voller Soundtracks. Ne? Ja, Alive, My Soundtrack heißt es, David Garrett.
Musik hören. Das ist irgendwas, was uns in diesen Zeiten, glaube ich, ganz gut tut und gut über den Tag rettet. Ja, manchmal. Er musste seine Welttournee ja auch absagen und ist gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Schlauer werden wir heute mit dem Ministerpräsidenten treffen, bei uns in Deutschland zumindest. Mal sehen. Mal gucken, was da kommt. Wir werden morgen darüber berichten, auch über alles andere, was wissenswert ist. Einen schönen Tag noch. Bis morgen, 5:30 Uhr. Tschüss.